So, willkommen liebe Leute, das letzte Video im März, also das heißt, der Frühling lacht schon ein Eichtel und wir haben schon einiges gesehen und dennoch, es gibt nur immer die Frühblüher, das Blätterdach hat noch nicht einmal angefangen, irgendwie so sich zu entwickeln und ein paar solche Frühblüher werden wir jetzt noch sehen. Ich stehe gerade ziemlich im Feuchten, hat damit zu tun, dass ich mit euch die Sumpftotterblume anschaue und die mag es tatsächlich extrem feucht bis sogar nass, also die kann auch direkt im Wasser wachsen und schauen wir sich das mal ein bisschen an, beziehungsweise ich habe schon ein paar Mal die Frage gehabt und da drüben haben wir es dann auch gleich, schauen wir sich das Schaboxkraut zumindest vergleichsmäßig noch an. Ich sage das jetzt schon so seit ein paar Videos, dass wir sich das Schaboxkraut eh noch genauer anschauen. Das mag ich mir eben mit euch ganz genau anschauen, besonders dann, wenn vielleicht schon die ersten Brutknöllchen zum Sehen sind. Aber einmal soweit, schaut die Sumpftotterblume. Ist eine ausdauernde Pflanze, das heißt auch da gibt es Rhizome unter der Erde, die was sie erstens auch verzweigen und es gibt praktisch auch vegetative Vermehrung. Im Winter hat das Ganze nicht grün überdauert, dennoch gibt es praktisch Reservestoffe, die was diesen frühen Austrieb ermöglicht haben und tollerweise, also gehört zu den Hahnenfußgewächse, wisst ihr jetzt schon, Hahnenfußgewächse immer giftig durchs Protoanemonin, so aber der Sumpftotterblume. Tiere sind schlau, also die fressen das eigentlich nicht gern. Zeitgleich, wenn Heu gemacht wird oder wenn das irgendwie im Tierfutter drinnen ist, was getrocknet worden ist, ist unproblematisch, weil der Hauptgiftstoff, also das Protoanemonin, wird beim Trocknen ungiftig. Für uns Menschen, dazu ich gleich noch ein bisschen was, es sind da auch Saponine, also Seifenstoffe, ziemlich viel drinnen, das kann tatsächlich problematisch werden. Es gibt für ganz empfindliche Menschen kann es tatsächlich allein bei Kontakt schon mit den Säften zu Hautreizungen führen und zu viel davon gegessen, also Erbrechen, Wassereinlagerungen, das kann zum Teil wirklich so weit gehen, dass man eventuell dann ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen muss. Aber so viel wird man wahrscheinlich nicht davon essen. Und eben zeitgleich, es gehört korrekterweise berichtet, es gibt eine Verwendungstradition, zum Beispiel, weil wir es da gerade schön haben, die Knospen ist bekannt eingelegt in Essig aus Kapernersatz. Auch in manchen Ländern wird das Blattgrün verwendet. Da und auch die Wurzel zum Teil, aber in der Regel nur nach aufwendigen Kochprozessen, also kochen, Wasser wegklären, nochmal kochen, wieder Wasser wegklären, zum Teil in Milch einlegen. Da gibt es die wildesten Berichte von der Nutzbarmachung. Ich persönlich habe es außer jedes Jahr kosten, wie gesagt, also es ist jetzt nicht irgendwie fingerhutmäßig giftig, ihr könnt das ruhig kosten. Und wenn es lustig ist, und ich wollte euch mal einen Kapernersatz, weil das kann man zum Teil echt massig pflücken, einen Kapernersatz einlegen, dann probiert es das aus. Zeitgleich, voll interessant, weil, schauen wir schnell zum Schaboxkraut um. Ich habe euch ja erzählt, das Schaboxkraut, ich muss da ein bisschen aufpassen, weil das ist da auch alles voller Wasser und ihr habt ein bisschen meinen Schatten, den kann ich mal grüßen, wo denn? Da grüß euch. Beim Schaboxkraut habe ich euch mal erzählt, man schmeckt es bei den Blättern, wenn es in die Phase kommen, wo man es eigentlich nicht mehr essen sollte, weil eben der Giftstoffgehalt Protoanemonin so hoch geworden ist. Und dann habe ich auch gesagt, ja, voll blöd, weil Geschmack ist ja einfach voll schwierig zum Beschreiben. Wenn ihr die Gelegenheit habt und ihr findet Sumpftotterblume, die Sumpftotterblume schmeckt auch ganz jung, so wie ich jetzt gerade die Knospen gegessen habe, so wie das Schaboxkraut zum Schmecken anfängt, wenn man sagt, eigentlich sollte man es jetzt nicht mehr hernehmen für die Ernährung. Also das eventuell aus Kostempfehlung, Sumpftotterblume kosten und wenn das Schaboxkraut dann mal irgendwann so schmeckt wie die Sumpftotterblume, das Grün nicht mehr benutzen. Wie gesagt, das Schaboxkraut, vielleicht nur kurz, Hahnenfußgewächs, wie
wir das schon gesehen haben, beim Buschwindröschen zum Beispiel oder Leberblümchen, alle selbe Familie. Auch da gibt es so eine Unentschlossenheit punkto Blütenblattanzahl. Das kann stark variieren. Auch da ist es so, dass die Blüten im Laufe des Lebens auf und zu gehen und somit sich die Blütenblätter verlängern und das Blütenbild sich verändert. Die Blätter, ich nehme das jetzt dann nochmal mit zur Sumpfdotterblume, weil da war, naja, war schon ein paar Mal die Anfrage, ja, kann ich Schaboxkraut mit der Sumpfdotterblume verwechseln? Jein, ein nicht geschultes Auge kann alles mit allem verwechseln und zeitgleich eigentlich nicht, weil die Größe, die Form, ja, aber das schauen wir sich noch an. Schaut es voll interessant, keine Angst, wir werden sich das auch anschauen, wenn es wieder in Blüte ist. Da ist das bittere Schaumkraut auch ziemlich stark vertreten. Wenn man schon sagt, schaut es, wo war es denn das? Das ist typisch fürs bittere Schaumkraut. Man kann es mit der Brunnengresse verwechseln. Ich selber weiß eben vom Vorjahr, was da wächst. Somit weiß ich, dass das auf jeden Fall das bittere Schaumkraut ist. Beides kann man essen, Brunnengresse wie bittere Schaumkraut. Nur das bittere Schaumkraut wird man nicht so gern essen. Die Brunnengresse ist so vom Geschmack, dass man es sogar zum Teil kaufen kann. Ich muss da jetzt wieder schauen, wie komme ich da rüber. Erstens, dass ich nicht komplett nass bin und zweitens, dass ich nicht zu viele Blumen kaputt tritt. Schaut, die Blattform, das ist die Sumpfdotterblume und links ist eben das Schaboxkraut. Ihr seht von der Blattform grundsätzlich ja, aber die Größe ist eine ganz andere, viel gekerbterer Rand bei der Sumpfdotterblume und das kann die Kamera nicht so richtig gut von der farblichen Gestaltung unterscheidet sie sich auch. Also ich würde mal sagen, eigentlich kann man es nicht verwechseln, wenn man das Ganze einmal gesehen hat. Ein letztes noch, weil es mir gerade einfällt, voll interessant, kommt so gut wie nie vor, ist eben also Nektar und Pollenführend, also das kommt schon ganz oft vor, aber was so gut wie nie vorkommt, zum Teil ist Konzept Regenbefruchtung. Ganz oft haben wir ja gesagt, Schaboxkraut und was auch immer, dass ich euch jetzt schon gezeigt habe, bei Regen bleiben die Blüten zu oder gehen sie zu. Bei der Sumpfdotterblume ist das überhaupt nicht der Fall, da bleibt es offen. Die Blüte füllt sich dann mit Wasser und dann kann praktisch durch das Wasser Pollen losgelöst werden und zu den eigenen Narben gebracht werden und es passiert Bestäubung. Also sagt schon, Selbstbestäubung ist möglich, aber eben ein Konzept, was man gar nicht so oft findet, dass absichtlich der Regen mit herangezogen wird für die Bestäubung. Super Sache. Machen wir gleich in einen Rutsch. Ich hupf da rüber oder da rüber. Warte, geht's mit mir mit? Da ist nass. Da ist Dickicht. Ja, ist ja wurscht. Voll super. Auch so ein typischer Frühblüher. Der hohle Lerchensporn, leider auch wieder giftig, nichts zum Essen, obwohl es so ein verführerisches Grün gibt. Und da sehen wir, da ist gerade eine Biene aus Bestäuber unterwegs. Und bei dem finde ich immer am tollsten, weil das ist was, was man ziemlich schnell, wenn man mit Kindern unterwegs ist oder mit jemandem, der was neu auf der Wiese ist, was man voll schnell herzeigen kann, ist sagen, schaut einmal, voll interessant, diese Blütenform ist sehr komplex, ganz ein langer Sporn nach hinten und der ist dann nur nach unten gebogen. Was bedeutet, dass natürlich nur extrem lang rüsselige Fliegewesen, also Hummeln, dazu kamen, dass sie irgendwie zum Nektar kommen. Dann gibt es aber Spezialisten und da braucht es in der Regel nie lang suchen. Zoom nochmal rein, das hätte ich mir jetzt sparen können, dass ich es raus tue. So, da haben wir zum Beispiel die ersten Beispiele. Seht ihr das? Da sind bei
allen diesen Spornen, seht ihr das, da sind Löcher gebissen. Da gibt es voll die Schlauen, Erdhummeln machen das voll gern und dann kommen auch wieder Bienen, die was diese Löcher mitnutzen. Die beißen sie praktisch einen Hintereingang, um an den Nektar zu kommen. Sind natürlich so gesehen dann Nektarräuber, weil an der Bestäubung helfen sie natürlich nicht mit. Schauen wir mal, das ist so ganz jung. Ja, da ist auch schon wieder das erste Loch. Schauen wir, wo ist da? Ja, seht ihr das? Da ist schon wieder so ein Loch. Die helfen natürlich dann bei der Bestäubung nicht mit. Das ist Nektarräuber. Und sowas wird es immer wieder mal von mir hören, wenn man sich so Sachen anschaut. Gerade bei komplexen Blüten kommt das tatsächlich ziemlich häufig vor. Hohlerlerchensporen. Ich tue es jetzt nicht, ich habe es schon mal getan. Zum Teil ist er eben auch geschützt. Drum so und so immer bitte daheim nachlesen, wo ihr daheim seid, welche Pflanzen geschützt sind und welche nicht. Hohler Lerchensporen, ich verlinke eh unten wieder die Seiten im Lexikon, da sieht man Fotos. Die Knolle, die was gebildet wird, also was unter der Erde sein Erneuerungsorgan ist und das Überdauerungsorgan, wenn er älter wird, dann hüllt sich das, also es schaut echt kugelrund aus, also wie eine Kugel, die was in der Mitte aber hohl ist. Also es wächst praktisch immer nur die Wand neu und die bleibt frisch und das, was in der Mitte wird ein Hohlraum gebildet, drum hohler Lerchensporn. Ja, dann schauen wir mal, was uns noch reinhüpft. Ihr dürft sitzen bleiben und ich werde uns noch ein Stück weiter beamen. Da schaut, ob ihr es glaubt oder nicht, dies da blüht schon. Von was redet ihr mal? Da habe ich eine Gruppe Waldbingelkraut gefunden. Es wird auch Dauerbingelkraut oder Wildhanf genannt. Und ich habe da das Glück, weil es war jetzt gar nicht so einfach in dem Gebiet eine Dame zu finden. Wir haben da eine weibliche Blüte. Keine Angst, wir tun da dann das Zoom rein. Die, was jetzt schon länger mitgingen, ja, ihr Armen, ihr werdet das jetzt schon öfter gehört haben. Es gibt nämlich Zweihäusigkeit, also das heißt Getrenntgeschlechtlichkeit. Pflanzen, die was Frau und Mann bilden und beim Waldbingelkraut ist so. Und was wir auch schon ein paar Mal gehört haben, klonaler Wachstum, also durch vegetative Vermehrung, also die Rhizome kraxeln unter der Erde dahin, entstehen oft Klonhorste, was auch und dieselbe Pflanze ist. Und beim Waldbingelkraut kann das ganz extrem sein, dass Riesenflächen nur Mann findet und fast keine Frauen oder umgekehrt. Und in dem Gebiet dominieren die Männer, aber ich habe da eben eine Frau gefunden. Gehört zu den Wolfsmilchgewächse und ist jenes Wolfsmilchgewächs, das was keinen Milchsaft führt, ungewöhnlich, weil normalerweise sind die Wolfsmilchgewächse wirklich extrem milchsaftführend. Und Wolfsmilchgewächse sind giftig, so auch das Waldbingelkraut, aber es ist jetzt irgendwie nicht so eine heftige Giftpflanze. Früher ist zum Beispiel auch als Abführmittel genutzt worden, das wird den Saponinen, also den Seifenstoffen geschuldet sein, die was da drinnen sind, aber zeitgleich ist keine Speisepflanze. Ja, ihr habt es praktisch jetzt schon viel gehört. Es gibt Frau- und Mann-Bingelkraut. Wir schauen sich die Damenblüte da jetzt eh gleich an. Es gibt klonalen Wachstum, das heißt rege vegetative Vermehrung. Und wie gesagt, unten sind auch die Pflanzen immer verlinkt, weil die Früchte kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. Jetzt schauen wir uns einmal da die Blüte an. Das da ist die unscheinbare Damenblüte. Sieht man das ein bisschen? Das, was oben so hell weißlich ausschaut, sind die Narben und die Fruchtknoten. Das schaut ein bisschen aus, wie wenn es ein Herz war mit Augenbrauen sozusagen. Das schwillt dann nach erfolgreicher Befruchtung an und bildet die Samen aus. Das ist wie ein Schorf. Aber ja, ich glaube, man hat das schon gesehen, oder? Ich sehe es am Display, was ich da gerade erzähle. Bei den Männern, und die sind somit auch leichter zum Finden, weil auffälliger
Schaut da, das da sind alles Männer und da sieht man da die Blütenstände sind ganz an solche Stäbchen dran und man sieht auch eben voll gut die Staubfäden und die Staubbeutel dran. Also die Männer, die schreien schon von den Weiden, da wieder mal so, dass sie die Männer am meisten geschmückt haben. Kommt ja echt oft vor in der Pflanzenwelt, dass die Männer die auffälligen Würsteln sind sozusagen. Ja, also ich kenne Gebiete, wo es das Waldbengelkraut tatsächlich geschafft hat, unglaublich Flächen zu vereinnahmen. Und auch da zeitgleich es ist ein Frühblüher und wird dann auch wieder vergehen und sich weg, also einziehen in den Wurzel- und Rhizombereich und wird dann von der krautigen Schicht, Brennnessel und Co., nur überwuchert werden. Und toll, jetzt sehe ich es gerade aus dem Augenwinkel, habe ich ja erst beim Lärchensporn versäumt zum Sagen. Vom Lärchensporn, es gibt erstens nicht nur den hohen Lärchensporn, bei uns wird es wahrscheinlich auch den gefingerten Lärchensporn manchmal finden. Ich zeige euch gleich noch, was der Unterschied sein könnte. Bei diesen Tragblätter, so nennen sie die Blätter, die was in den Achseln der Blüten sind, beziehungsweise in den Achseln der Tragblätter, kommt dann je eine Blüte raus. Und da beim hohen Lärchensporn sind diese Tragblätter ganz randig. Seht ihr, was ich meine? Also da gibt es keine Zacken und keine Einschnitte. Beim gefingerten Lärchensporn werden diese Tragblätter eben gefingert, also ganz tiefe Einschnitte dieser Tragblätter. Und was euch jetzt wahrscheinlich aufgefallen ist, wieso gibt es da was Weißes und was Violettes oder Lila, die zwei Farben, die habe ich einfach nicht drauf. Ganz typisch für einen hohlen Lärchensporn, das ist genauso der hohle Lärchensporn, gibt es eben in zwei Farbvarianten. Und ganz oft ist es so, dass es eine große Ausgewogenheit gibt zwischen Weiß und Lila, Violett, wie auch immer die Farbe du hast. Bei mir interessanterweise in den letzten Jahren ist der Weißanteil ziemlich gering geworden. Keine Ahnung, woran das liegt, aber bei mir finde ich immer weniger weiße Exemplare und Lila, Violett überwiegt. Aber ja, eins dasselbe, also ob es weiß oder das andere findet, hohler Lärchensporn oder gefingerter Lärchensporn, wenn es dann genauer hinschaut, seht eben diese Tragblätter und wenn die ganz randig sind, wird es wahrscheinlich der hohle Lärchensporn sein. Ja, super Sache, wie ich finde. So viel Grün und so wenig davon kann man essen. Das stimmt nicht, wenn wir jetzt hungrig waren, dann würde man da das gefleckte Lungenkraut mampfen können. Aber ich würde sagen, das gefleckte Lungenkraut schauen wir sich beim nächsten Mal an. Ist wahrscheinlich eh schon wieder genug gewesen. Dann, baba, bis zum nächsten Mal.